wenn Kinder zu viel am Bildschirm sind, hat eine riesige negative Einfluss auf die Regulation vom Seher und beeinträchtigt die Wahrnehmung. Und dann sind die Augen am Schluss in einer Spur festgestellt und kommen da gar nicht mehr raus. Das bedeutet, wenn der Abstand zum Handy und Smartphone immer der gleiche ist, dann ist ganz klar, die Augen gehen dann in die Nähe und die wäre kurzsichtig. Das muss man sich vorstellen, junge, gesunde Menschen in der neuen Pandemie Kurzsichtigkeit. Und ein Cristiano Ronaldo oder ein Lionel Messi, die gucken nicht auf den Fuß, die gucken nicht auf den Ball, die nehmen den Raum wahr und spielen im richtigen Moment den richtigen Ball und sind am richtigen Ort. Das Gehirn sagt also vorher, was passiert, und das kann man trainieren, man kann das üben. Und nur zu guter Letzt nehme ich noch eine Sehhilfe. Die Zeit von der selektiven Blindheit, wo ich einfach nur noch ins Auge reingucke und gucke, was da los ist, die ist vorbei. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also bei mir war das so in meiner Jugendzeit, da hatte ich immer wieder starke Akne. Auf jeden Fall habe ich dann relativ starke Medikamente bekommen. Medikamente, die stark auf die Leber gehen. Und in der Zeit wurden meine Augen auch deutlich schlechter. Also wirklich einige Dioptrien. Ich denke, dass das ein Mitverursacher war, dass die Augen immer mehr an Funktionalität verloren haben. Wissen jetzt auch die wenigsten Optiker oder Augenärzte wissen was davon, sondern man wird kontrolliert, brauchen jetzt eine Brille, ist einfach so genetisch, dann war's das. Häufig. Das Wissen findet man jetzt nicht so an jeder Straßenecke. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe Dr. Kurt Mosetter. Wir sprechen über das Thema Augengesundheit. Sehr großes Thema, wird immer wieder nachgefragt und betrifft anscheinend viele Leute oder viele Leute interessiert es. Wahrscheinlich auch, weil man einfach merkt, okay, wenn die Augen nicht mehr so gut funktionieren, dann, ja, dann merkt man das sofort. Und das kann natürlich das Leben schon beeinflussen. Und ja, noch ein kurz paar Worte zu Kurt. Kurt ist Arzt und Heilpraktiker. Seine Schwerpunkte sind unter anderem die Ernährungsmedizin, Prävention generell, Schmerztherapie. Er ist auch viel im Leistungssport unterwegs, macht auch verschiedenste Projekte, wo er auch probiert, präventiv positive Reize zu setzen, auch mit Kindern und im Sportbereich. Er ist, hat die Myoreflex-Therapie entwickelt und hat sicherlich auch einiges zu sagen zum Thema Augengesundheit. Hallo Kurt, schön, dass du dabei bist. Und was sollten die Leute noch über dich wissen, die sich vielleicht noch gar nicht kennen? Hallo lieber Sören. Ja, du hast ja schon viele lobende Worte. Genau. Und tatsächlich zu dem Thema gibt es was Spannendes, eigentlich die Hintergründe vom Gehirn zum Auge und die Hintergründe von der Wirbelsäule und vom Bewegungssystem zum Auge. Und du hast ja die Myoreflextherapie angesprochen, aber das ist sicher ein wesentlicher Inhalt. Und in der Tat geht es uns darum, das Hören, Sehen, räumliche Wahrnehmung und Balance in unserem Körper verankert sind. Und das ist eigentlich unsere tägliche Arbeit mit der Myoreflextherapie, dass man nicht nur Rückenschmerz behandelt oder einen Bandscheibenvorfall oder Schulterbeschwerde, sondern dass zu uns Kinder, Jugendliche, aber auch Seniorinnen und ältere Menschen kommen, die haben Probleme mit dem Sehen, mit dem Scharfstellen, mit lichtempfindlicher Auge, die haben Probleme mit Gangunsicherheit und Schwindel und Schwierigkeiten, sich im Raum zu orientieren. Und deshalb ist das ein Gesamtbericht und das ist unsere Lieblingskompetenz. Das ist eigentlich ein Kernstück von der Myoreflextherapie. Und das wäre eigentlich genau das Thema, was wir heute miteinander besprechen. Ja, also Augen sind dann nicht quasi nur die Augen, die sind nicht isoliert im Körper, sondern die hängen mit ganz vielen anderen Systemen zusammen. Die sind wahrscheinlich genauso davon ab, abhängig, dass sie gut durchblutet werden, dass sie gut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden, dass sie, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie auf Stress und andere unnatürliche Umweltfaktoren und Toxine nicht so gut reagieren und dass sie aber zum Beispiel gut darauf reagieren, wenn wir ihnen möglichst viele natürliche, ursprüngliche Reize zuführen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ein paar Details verraten, was so aus deiner Sicht die wichtigsten Einflussfaktoren sind. Also die Umwelt hat sicher einen riesengroßen Einfluss auf Sehen und auf das Auge. Das heißt, ich habe gerade mit Michaela Friedrichs in Jena, wir haben dort ein großes Zentrum und einen Augenarzt mit dem Professor Stefan Egle eine Konferenz gehabt. Und die Kurzsichtigkeit ist eigentlich die Pandemie bei Kindern und Jugendlichen. Das bedeutet, wenn der Abstand zum Handy und Smartphone immer der gleiche ist,
dann ist ganz klar, die Augen gehen dann in die Nähe und die wäre kurzsichtig. Das muss man sich vorstellen, junge, gesunde Menschen in der neuen Pandemie Kurzsichtigkeit. Und jetzt kommt was Spannendes. Am besten hilft 5 Tage raus aus dem digitalen Verrückt, der Alltag in die Natur und die Augen sind wieder normal. Also Hilfe ist möglich. Jetzt hat sich eben gezeigt, und zwar war das einer von meinen Lehrern, der Dr. Tilman Görtler in Badenweiler. Es war mein Lehrer, der mein Papa behandelt hat. Und mein Papa hat Schwierigkeiten gehabt mit lichtempfindlichen Augen. Der hat immer eine Brille aufgehabt und eine Sonnenbrille obendrauf. Die Pupille war immer ein bisschen zu weit, Stress. Dann hat er Schwierigkeiten gehabt zu akkommodieren. Im Stress sind die Augen in die Ferne gestellt und können weniger in die Nähe gehen. Zudem hat er auf der einen Seite eine partielle Kurzsichtigkeit, auf der anderen eine Weitsichtigkeit gehabt und einen Astigmatismus, also zwei Bilder, wie Doppelbilder. Und so kamen wir zu diesem Dr. Görtler und er hat gesagt, die Halswirbelsäule ist eigentlich die Schaltstelle für Sehen und Hören und für das Kiefergelenk. Und immer montags hat er noch einen Augenarzt mit im Team gehabt. Und dann hat er behandelt hier in der Kopfgelenke, vorher und nachher den Augendruck gemessen und erhöhter Augendruck, Stress, lässt sich tatsächlich manuell behandeln. 1988, 89 hat er das gemacht, als Orthopäde hat er behandelt. Das heißt, am einen Tag kam er die mit der Auge und in der Regel ist der Augeninnendruck dramatisch abgesunken in Regulation. Die andere Patientin kam mit MS und Neuroerkrankungen, das war die Gruppe Arlene Görtler. Und dann die Patienten, die Probleme haben mit Blickfolgebewegungen oder auch mit der Saccade, auch die haben profitiert über die Behandlung da oben. Das war für mich schleierhaft. Aber das war Erfahrung. Wichtig ist, Stress belastet Sehen, Stress hemmt das Scharfstellen, wie eine Kamera, die Scharfstellen möchte, aber eigentlich immer sucht. Stress macht lichtempfindliche Augen. Und Stress reduziert die räumliche Wahrnehmung. Und Stress auf der anderen Seite, der führt dazu, dass der Stress im Nacken Gestalt annimmt. Also das ist sicher eine ganz große Belastung. Deshalb haben Menschen nach Unfällen, Skiunfall, Autounfall, nicht nur Nackenschmerzen, sondern die entwickeln Sehstörungen. Manchmal sehen sie besser, dann wieder schlechter. Und viele entwickeln eben ein bisschen Schwindel, das ist dann, wenn die Augen und das Gleichgewichtsorgan und Ohr und der Nacken nicht mehr synchron sind. Unsere Arbeitshypothese war deshalb Hören, Sehen, räumliche Wahrnehmung und unser Körper und die Körperhaltung, die sind online. Und deshalb sind wir davon ausgegangen, man muss zwar ins Auge gucken, aber dort wird nicht gesehen. Man kann auch ins Ohr gucken, aber dort wird auch nicht gehört, sondern viele Probleme sind kein Hardwarefehler, das klärt der HNO oder der Augenarzt ab, sondern das sind Softwareprobleme. Aber wenn es ein Softwareproblem ist, ist es nicht gut, wenn man mit dem Schraubenzieher an den Computer geht. Sondern, Also Software meinst du quasi so die Programmierung, die ja, Vernetzung, genau. dass eigentlich alles dorthin kommt oder so funktioniert, wie es eigentlich soll. Und das, wenn das unterbrochen ist oder wenn es da einige Straßen blockiert sind, dann Genau. kannst du ausfällen. Und Software heißt, dass unsere Orientierung, wenn du mich jetzt, ich wende mich dir zu, du wendest dich mir zu, das heißt, du musst den Kopf in die richtige Position bringen. Dann musst du den Kopf stabil halten, das Bild stabil halten, das Bild fixieren. Und zu allerletzt wäre deine Augenmuskeln aktiviert. Und ganz zum Schluss, wenn du aufmerksam bist, achtsam und aufmerksam bist, dann wird das Licht, was aufs Netzhaut fällt, im Gehirn zum Bild verarbeitet. Aber die meisten Bahnen gehen nicht nur von außen nach innen, sondern es sind innen quer vernetzt. 90% von allen der Verbindungen vom Auge, vom Kleinhirn, der Architekt von der Bewegung und vom Ohr sind innen vernetzt. Und nur 10% kommen von außen nach innen. Das bedeutet Stress. Wenn man die Zähne zusammenbeißt, Trigeminusnerv, das bedeutet Fehlfunktion im Kiefergelenk, Fehlfunktion im Nacken, Asymmetrie in der Haltung, beim Homo Computer ist oder wenn Kinder zu viel am Bildschirm sind, hat eine riesige negative Einfluss auf die Regulation vom Sehen
und beeinträchtigt die Wahrnehmung. Und dann sind die Augen am Schluss in einer Spur festgestellt und kommen da gar nicht mehr raus. Wenn das passiert, dann muss die Halswirbelsäule einspringen. Aber am Schluss ist der Nacken eingefroren, Kaumuskeln eingefroren und die Augen eingefroren. Es ist eine massive Belastung, der sich mit Osteopathie, Myoreflextherapie, über Training, Bewegung, Kraft in Dehnungsübungen und Spielsport im Wald sehr, sehr gut behandeln lässt. Und man denkt immer, ja, im Alter wird alles schlechter. Ja, wenn die Muskeln abbauen, wird alles schlechter. Aber wenn die Muskeln im Spiel bleiben und wenn man an der Körperhaltung arbeitet, können auch Seniorinnen mit 70, 80 und 90, die ein bisschen gangunsicher sind oder die Schwindel haben, die fachärztlich abgecheckt sind, erheblich profitieren, wenn man hier mit weniger Behandlungspunkte an der Kaumuskeln und im Nacken die Software behandelt. Denn die Eingabestation für die Augen sind die kleinen Nackenmuskeln. Die Eingabestation im Stress sind auch die Kaumuskeln. Und darüber hat man schon einen riesengroßen positiven Einfluss auf Sehen, auf Hören und die Orientierung. Was sagst du eigentlich zum Thema Brille oder Sehhilfen? Ist das aus deiner Sicht nur eine Krücke? Ja, wir haben viel dazugelernt bei der Funktionaloptometristen. Also es gibt Optiker und dann gibt es eine große Gruppe von Optikern, die haben Sehschule. Das bedeutet, die gehen nicht nur davon aus, ich habe ein Problem und schleife eine Brille ein, sondern die untersuchen die Augen, haben ganz differenzierte Tests und dann wird anhand von den Tests trainiert. Und deshalb kann man Sehen schulen. Und wir haben sehr viel gelernt von den Funktionaloptometristen. Da gibt es viele in Deutschland. Einer, der die Skielite in der Schweiz betreut, ist der Pascal Abig in Zürich. Viele Kinder werden von der Cordula Stocker in Solothurn behandelt. Aber auch die Gruppe in Jena hat viele Funktionaloptometristen. Und jetzt gehen wir nochmal zum Profisport. Dort wird Sehen getrainiert. Das bedeutet, in dem Aufstiegsprojekt Leipzig, dritte, zweite, erste Liga, ist ein Freund von mir mitgekommen, der Herr Kähler aus Trondheim, mit Eye-Tracking und die Maria Brettle aus Dänemark, Train Your Eyes. Und dann hat man genau untersucht, wie die Blickfolgebewegungen sind, wie die räumliche Wahrnehmung ist, ob ich den Gegner sehe oder den Ball oder nicht. Und dann funktioniert es wie bei Lucky Luke. Lucky Luke trifft immer. Wenn man sechsmal schießt, gibt es nur ein Loch. Das ist Präzision von den Blicksprüngen. Und ein Cristiano Ronaldo oder ein Lionel Messi, die gucken nicht auf den Fuß, die gucken nicht auf den Ball, die nehmen den Raum wahr und spielen im richtigen Moment den richtigen Ball und sind am richtigen Ort. Das Gehirn sagt also vorher, was passiert und das kann man trainieren, man kann das üben. Und nur zu guter Letzt nehme ich noch eine Sehhilfe, aber Training first. Man sagt auch peripheres Sehen dazu, oder? Zu dem, was du gerade angesprochen hast im Fußball. Ich habe übrigens gerade, wo du gesagt hast, Aufstiegsprojekt, zweite, dritte Liga, da habe ich in der Zeit in Leipzig studiert. Also ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen und habe ich auch mitbekommen, dass sie schon bei der, auch im Jugendbereich schon darauf achten oder auch, wenn es darum geht, neue Spieler zu verpflichten, sie auch, oder auch Jugendspieler zu verpflichten, dass sie darauf achten, dass sie das können, dieses Sehen, was du gerade angesprochen hast, weil das ein ganz zentraler Faktor ist, gerade für diese Art von Fußball und auch, es geht ja um Millisekunden sozusagen und da, wenn man dann sehen kann, ohne hinzuschauen sozusagen, Genau. ist das natürlich ein riesiger Vorteil. Genau. Und deshalb kann man das üben. Und es sind einfache Übungen. Einige kann man bei uns sozusagen Kraft in der Dehnungsübungen kann man sozusagen üben. Aber noch perfekter machen das Funktionaloptometristen. Und jetzt gerade in diesen Zeiten, wenn es um Kinder geht, da wird es super wichtig, dass sie einfach sehen, wieder lernen. Denn die haben das sozusagen verlernt, indem sie weniger bewegt haben, indem sie einen zu statischen Fokus gehabt haben auf Handy, Smartphone und in die digitale Welt. Und dann ist das Attribut des Gleichgewichtes, nämlich der Raum da draußen, und das normale Licht verloren gegangen. Okay. Was würdest du sagen, kurz zusammengefasst, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Faktoren, die dafür sorgen, dass die Augen nicht mehr so gut funktionieren oder auch schon, dass
kleine Kinder teilweise, es geht ja teilweise schon sehr früh los, dass die halt schon eine Sehhilfe brauchen. Woran liegt das? Also das eine ist sicher die moderne Zivilisation und jetzt natürlich weniger Bewegung, speziell nach den letzten 3 Jahren. Aber der andere Faktor hängt ganz sicher auch mit der Ernährung zusammen. Und ich gehe mal einen Schritt zurück in die ayurvedische Medizin und in die chinesische Medizin. Ich hatte einen fantastischen Lehrer in Kathmandu, 2 oder 3 sehr gute Lehrer, die haben gesagt, wenn der Darm leidet, dann leidet die Leber und die Milz. Und in dem System ist Leber und Milz und Bauchspeicheldrüse sind die Organe mit dem größten Impact auf die Augen. Ich habe Ja. gedacht, die spinnen dort, ja. Und ich konnte es ja natürlich nicht glauben, ja. Also, und habe das auch Jahrzehnte nicht geglaubt. Aber was inzwischen ganz klar ist, der Darm, der nährt die Leber. Das nennt man Darm-Leber-Achse. Und der Leberstoffwechsel reguliert den Energiehaushalt. Und jetzt zeigt sich, und das hat der Werner Reuter an der Charité, aber der Professor Rainer Kräger als Physiologe und Nephrologe in Freiburg postuliert, Zucker ist der Hauptfeind, nicht nur von der Niere, Niereninsuffizienz, nicht nur fürs Gehirn, sondern auch fürs Auge. Und deshalb ist dieser Rainer Kräger schon in den 80er zu den 100-Jährigen gereist und er sieht, die haben Adleraugen. Und die haben gesunde Augen, die haben keine Demenz, die haben keine Niereninsuffizienz. Deshalb war die Arbeitshypothese geboren. Die Spätfolge von Diabetes Typ 2, wenn man blind wird und Makuladegeneration, Feucht und Trocken entwickelt, das sind keine Spätfolge. Auch die Niereninsuffizienz und Nierenversagen keine Spätfolge, sondern die beginnen viel, viel früher, noch bevor die Diagnose Diabetes Typ 2 gestellt wird. Der Hauptfeind ist, wenn der Zucker an der Auge karamellisiert. Und dann gibt es Müll. So, der Müll muss irgendwo hin. Und wenn zu viel Müll entsteht, dann wird das Beta-Amyloid in Bindegewebe, in der Gliazelle, ums Gedächtniszentrum abgelagert. Wenn zu viel Müll entsteht, das wäre dann Alzheimer. Wenn zu viel Müll entsteht in der Bewegungszentren, wird es dort abgelagert. Das wäre Alpha-Synuclein und Parkinson. Aber das wird auch in dem Gewebe um die Nervenzelle herum am Auge abgelagert, dann ist die feuchte und die trockene Makuladegeneration. Ist also Müll. Was muss man also tun? Wir müssen gucken, dass weniger Müll entsteht. Und wo beginnt der Müll? Der beginnt im Darm mit der Ernährung, wenn die Reparatur, unser Recycling und die Müllabfuhr nicht funktioniert. Wer macht die Müllabfuhr? Ja, das machen die Mitochondrien. Dafür gab es einen Medizinnobelpreis im Jahr 2016 für einen fantastischen Japaner. Und der hat gezeigt, dass im Körper eigentlich gar kein Müll entsteht. Das heißt, da wären Produkte gebaut, Proteine gebaut, die kriegen einen Barcode, eine Lebenszeit, die kriegen eine Zuckerverästelung, die gehen an den richtigen Ort. Und bevor sie vergammeln, wäre sie wieder recycelt und abgebaut. Das nennt man Autophagosom. Recycling oder Müllabfuhr. So. Aber wenn ich zu viel Müll produziere und wenn das Gehirn nicht mehr geklärt wird, nicht mehr gereinigt wird, dann muss der ja irgendwo hin und irgendwann ist die Rumpelkammer voll und dann belastet sie einfach das Auge. Deshalb ist ganz klar, dass eigentlich eine schlechte Ernährung, zu viel Zucker, zu viel Toxine, zu viele Schwermetalle, das Auge ist sehr, sehr empfindlich als Außenstation vom Gehirn, die Leber belastet und je höher die Belastung von der Leber, je höher der Blutzucker, je höher die Harnsäure, je höher die Fettwerte, umso größer die Belastung fürs Auge und fürs Gehirn. Das heißt, es kann nur eines geben. Gesunder Darm, Natural Eating, nicht zu viel essen, bei 80% aufhören. Also, bevor man eigentlich sich überstopft und dann die nötige Bewegung dazu. Das heißt, es ist ein super Faktor, ums Auge zu schützen, ums Auge zu bewahren und auch bis ins höchste Alter einen Adlerblick zu bewahren. Kann es auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also bei mir war das so in der ich meine, Jugendzeit, da hatte ich immer wieder starke Akne und ich wusste ja gar nichts über Ernährung und hat mir auch nie jemand gesagt, ja, vielleicht hör mal auf, Milch zu trinken oder Weizen zu essen. Auf jeden Fall habe ich dann relativ starke Medikamente bekommen, auch Antibiotika, auch Medikamente, die stark auf die Leber gehen. Und in der Zeit wurden meine Augen auch deutlich schlechter, also wirklich einige Dioptrien und kann es natürlich auch an anderen Faktoren liegen, aber ich denke, dass das ein Mitverursacher war, dass die Augen immer mehr an Funktionalität verloren haben.
Mir ist das Gleiche passiert, schwere Akne, viel zu viel Milch getrunken, Kaba, dann eine Allergie. Dann wurde ich desensibilisiert, aber außer der Wespenallergie hatte ich dann noch eine Bienenallergie und Heuschnupfen. Wegen der Akne habe ich dann Tetracyclin verordnet, kriege ich ein Antibiotika, was man eigentlich breitspannt, was in die Zelle geht, soll man Kinder, Jugendliche nicht geben. Dann habe ich mich beschwert, dann habe ich Resorgin verordnet, kriege ich ein Malariamittel, da kann man blind werden. Aber nachdem ich Kopfschmerz gekriegt habe, Vitamin A noch, Roaccutan, und schlechter gesehen, weil ich das Zeug wieder abgesetzt und tatsächlich viele Medikamente belasten dann eigentlich den Stoffwechsel, die Mitochondrien und das Auge. Und mir ist das genauso gegangen wie dir, nur habe ich es damals noch nicht verstanden. Aber die gute Nachricht jetzt nochmal, ich habe dir erzählt von den Problemen von der Auge von meinem Papa. Der hat dann eigentlich mit 76 und 77 wieder richtig gut sehen gelernt. Also unglaublich. Sondern er war jünger. Wir haben einfach 68, 69, so mit 70 hat er eigentlich wieder besser gesehen. Also es ist nie zu spät. Ja, also macht ja auch Sinn, wenn man dem Körper wieder die artgerechten, natürlichen, positiven Reize und Bedingungen und die Umweltfaktoren zur Verfügung stellt, dass er sich dann regenerieren kann und dass dann ja verschiedene Heilungsprozesse auch wieder besser ablaufen können. Aber wenn ich halt nur Gegenteiliges praktiziere oder es einfach nicht weiß, weil wir bekommen ja sowas nicht gelehrt und auch leider, also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, wissen jetzt auch die wenigsten Optiker oder Augenärzte wissen was davon, sondern man wird kontrolliert und dann, ja, okay, ja, brauchen jetzt eine Brille. Ja, ist einfach so genetisch oder kommt halt einfach mal vor und dann war es das. Häufig. Gibt es wahrscheinlich auch bessere Beispiele, aber das Wissen findet man jetzt nicht so an jeder Straßenecke, sage ich mal. Ja, und es ist natürlich auch zuerst einmal eine gewisse Überforderung, wenn ich ein Problem mit der Auge habe, dass ich mit dem Darm anfange. Genau, und dann braucht es ein Präbiotika, Am dann soll liebsten ich würde was. ich Augentropfen direkt drauf Ja, machen und dann genau. denke ich, dass das Auge heilt über Nacht, aber Dann soll ich noch anders essen. Dann gibt es den Glykoplan, grün. Und dann gibt es fürs Auge noch das Superfood. Also es sind Aminosäure, Zeaxanthin, Xanthin, Astaxanthin und Lutein. Also da muss man wirklich sagen, wenn das Auge Probleme hat, dann gibt es einige Aminosäuren, die sind da super stark. Und dann hat ein alter Pionier, der Professor Birkmeier, der war in Wien, der hat Parkinson beforscht, der hat dann NADH Vision entdeckt. Und das heißt, man kann dann die Mitochondrien stärken, dass die Augen besser genährt werden. Das heißt, es gibt eine Reparaturwerkstatt fürs Auge. Wichtig ist, man kann nicht einfach nur Tropfen reinmachen oder NADH Vision schlucken, sondern man muss mit dem Darm möglichst beginnen, dann mit einer anti-entzündlichen Ernährung starten. Und die gute Botschaft heißt, das Auge als Außenstation vom Gehirn profitiert enorm über alle Lebensstilinterventionen. Das heißt, alles, was man tun können im Lebensstil, hat positive Ausläufer zum Auge. Es gibt also viel zu tun. Vielleicht eines noch, Licht. Genau. Licht. Da ist eben so, man hat gedacht, dass es natürlich in am Tag das Sonnenhormon gibt. Ja, Vitamin D ist wichtig, aber das Vitamin D hat ein Pärchen, das ist Melatonin. Und spannenderweise, Melatonin ist ein Schlafhormon, also das kennt man das für den inneren Rhythmus. Spannenderweise ist aber die Struktur von Melatonin schon 3,2 Milliarden Jahre alt. Und spannenderweise wird das meiste Melatonin nicht hier irgendwo produziert oder in der Zirbeldrüse, sondern in unserer Mitochondrien. Und Melatonin ist eine super starke antioxidative Substanz. Die ist fünfmal stärker wirksam als Vitamin C. Und Vitamin C hilft, aber Melatonin hilft noch mehr. Jede Zelle kann das produzieren. Und das schützt die Mitochondrien, das schützt den Energiehaushalt, es wirkt antioxidativ, schützt das Gehirn, schützt vor Neurodegeneration und hilft der Augen. Was ist die beste Quelle? Raus in die Natur und das Near-Infrared Light, also Infrarotlicht, synchronisiert sich mit den Mitochondrien und dann wird Melatonin produziert. Also die beste Quelle für das Melatonin ist raus ans Licht und Near Infrared Light hilft richtig stark,
eben nicht nur eindimensional, sondern eigentlich im ganzen Organismus, über die Mitochondrien, im Besonderen aber auch im Auge. Wo man aber auch sagen muss, weil du hast gerade gesagt, einfach rausgehen an die frische Luft. Für viele ist das ja heutzutage gar nicht mehr so leicht. Wenn ich jetzt, jetzt sind wir im Winter, wenn ich jetzt, was weiß ich, 7 Uhr, 7:30 Uhr rausgehe und dann, Absolut. wann auch immer wieder, 16, 17 Uhr zu Hause ankomme, dann habe ich nicht so viel Tageslicht, wenn ich im Büro arbeite oder wo auch immer. Das heißt, man muss da schon schauen, dass man sich auch immer wieder diese Zeiten nimmt. Ganz gezielt, um auch natürliches Licht zu tanken, sozusagen. Absolut. Und mit dem Vitamin D, gegebenenfalls auch mit dem Melatonin, ist so, da gibt es unbedingt Zeiten, wo auch eine Supplementation sehr, sehr sinnvoll ist. Und mit dem Vitamin D, da gibt es ja natürlich unterschiedliche sehr, sehr gute Leute, wie der Professor Jörg Spitz oder der Professor Hollig und so weiter. Das ist ganz einfach, das misst man. Wenn es also nieder ist, dann muss man es einnehmen. Am besten als Vitamin D3, K2, Vitamin E dazu. Und dann hat es einen starken, positiven Effekt für den ganzen Organismus, aber auch für die Mitochondrien, fürs Gehirn und fürs Auge. Und gegebenenfalls ist Melatonin so nieder, dass man es eigentlich auch supplementieren kann. Wichtig, wenn der Darm brodelt, Reizdarm, das können wir messen, dann ist leider so, dass eine wichtige Aminosäure, das Tryptophan, eben nicht im Melatonin und Serotonin verstoffwechselt wird, sondern im Kynurenin stecken bleibt. Das ist eine Substanz, die macht uns verrückt, aufgedreht und müde zugleich, aber wir können nicht schlafen. Und gleichzeitig ist das Futter für die Mitochondrien abgeschnitten. Das heißt, man wäre eigentlich erschlagen in ein Fatigue-Syndrom und können nicht schlafen. In der Situation nützt es nichts, darauf zu warten, bis es besser wird. Und es nützt auch nichts, Tryptophan einzunehmen, sondern dann hilft Melatonin und dann hilft eine Darmsanierung. Ja, das Video ist jetzt an dieser Stelle hier leider zu Ende, zumindest auf YouTube. Ich habe mich dazu entschieden, das hier nicht komplett zu veröffentlichen, weil ich aktuell relativ große Probleme habe mit YouTube. Mein Kanal immer noch entmonetarisiert ist. Ich auch nicht weiß, ja, wie lang der Kanal hier noch besteht oder wie es generell auf YouTube aussieht in Bezug mit naturheilkundlichen Informationen oder alternativmedizinischen Informationen. Und deswegen stelle ich euch die komplette Version des Videos auf einer anderen Plattform zur Verfügung. Ja, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist auf den ersten Link hier unten in der Videobeschreibung zu klicken. Da könnt ihr das Ganze 100% gratis anfordern und ja, das komplette Gespräch mit dem Dr. Kurt Moseter sehen. Und es kommen da noch weitere 15 Minuten. Weitere 15 Minuten Videomaterial bekommt ihr dort noch. Zusätzlich, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Also viel Spaß damit und wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.